Nimm nochmal an. Nimm nochmal. Hey, ich sag, nimm nochmal an. Also verteidigen tust du wie ein Schwein. Boah. Freunde, neues YouTube-Video. Heute in Berlin eine ganz besondere Folge, weil wir eine coole Jury wieder dabei haben. Geht wieder darum, den Pro-Spieler zu erkennen. Wir haben 8 sehr stabile Jungs dabei, die sich gleich vorstellen werden. Heute eine besondere Edition, weil wir heute nochmal was anderes machen. Das gibt ein bisschen mehr Wettbewerbscharakter. Denn es gibt 2 Finalisten, die heute Fußballschuhe sich dann aussuchen können for free. Das heißt, wir haben da so ein bisschen Wettbewerbscharakter reingekriegt. Ich will gar nicht so lange labern, kommen wir erstmal direkt zur Juryvorstellung. So, Freunde, mein Name ist Dia, Fußball-Creator, aber viel wichtiger, der Mann hier zu meiner linken Seite. ich bin Sidney, 25 Jahre alt. Dankeschön, dass ich dabei sein darf erstmal. Gerne, gerne. Ex-Fußball-Profi. Ich feiere das Format sehr. Macht sehr Spaß, darauf zu reagieren. Und man sieht auch viele gute Kicker und deswegen unterstütze ich das gerne und ja, freue mich dabei zu sein. Hallo, mein Name ist Arthur, bin U17 Bundesliga-Trainer, bin auch aktueller A-Plus-Lizenzinhaber und freue mich, hier dabei zu sein. Gib gerne hier meinen Senf dazu ab. Panewitz Kevin, mein Name, 31 Jahre jung. Ich war schon mal da. Danke, dass ich nochmal da sein darf. Mal gerne. Ja, ich bin ein bisschen spät dran und die haben so einen Hals auf mich, aber das ist nicht so schlimm. Geht ja nicht um mich, geht um die Jungs da hinten. Format des Geistes, kann man solche sagen. Lass auch nicht so viel schnacken, was loslegt. Sehe ich genauso, deshalb kommen wir jetzt direkt zur Spielervorstellung. Freunde, kurze Werbeeinblendung. Ich habe was richtig Cooles für euch. Hinter mir seht ihr schon Fußballbilder von absoluten Legenden. Displayed heißt die Firma, die richtig coole Bilder macht. Es sind aber nicht einfache Bilder, dazu komme ich später mehr. Ihr seht schon Bilder von Ronaldinho, Kaka, Zidane, Fußballlegenden. Ronaldo, Messi zeige ich euch jetzt auch erstmal sofort. Hier ein richtig cooles Bild von CR7, von Lionel Messi. Also wirklich richtig coole Sachen. Ihr könnt gleich auch richtig dick sparen. Zum Code und Link komme ich gleich. Aber vorher müsst ihr wissen, es ist kein herkömmliches Bild, wo ihr einfach einen Nagel in die Wand hämmert, sondern es läuft über Magnetstreifen. Das zeige ich euch jetzt gleich. Mit diesem Blatt hier schützt ihr die Wand, könnt es da drauf pinnen, Magnetstreifen draufhauen und dann das Bild befestigen. Wenn das Zidane-Bild mir hier zum Beispiel nicht gefällt, kann ich das ganz entspannt abnehmen und dann gegen Kaka von der anderen Seite austauschen. Das heißt, ich kann jedes Bild egal wohin bewegen, wo ich es gerade hinhaben möchte. Wenn ihr ein Bild nehmt, spart ihr mit dem Code DIA 29%. Wenn ihr 2 bis 4 Bilder nehmt, spart ihr 35%. Und wenn ihr 5 Bilder oder mehr nehmt, spart ihr sogar 40%. Also es lohnt sich, Freunde, fleißig einkaufen. Code und Link in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter im Video. Hallo, mein Name ist Bleron Ademi. 20 Jahre alt und spiele am Linksflügel bei FC St. Pauli. Hello, my name is Karim. I am 22 years old and my position is midfield and I play in Girona B. Mein Name ist Tarek Salijovic, bin 17 Jahre alt und ich spiele aktuell bei der U19 vom FC Ingolstadt und 4 als Linksverteidiger. Ich bin Ilan Kitzlan, 21 Jahre alt und bin Innenverteidiger bei Eintracht Braunschweig. Hi, mein Name ist Ali Kurt. Ich spiele beim Hamburger SV, bin 18 Jahre alt und bin Innenverteidiger. Mein Name ist Henry Baumann, ich spiele bei Gladbach und ich bin Linksverteidiger in der 19. Lordan Handanovic, 21 Jahre alt, Stürmer bei HNK Šibenik. Ich bin Erik Kerner, 17 Jahre alt und spiele bei Arminia Bielefeld in der U19. Das Ding ist, ich habe beim Aufwärmen schon gesehen, hier sind so viele gute dabei. Ja, das wird jetzt nicht einfacher. Anhand des Optischen machen wir immer so den ersten Gedanken. Sag mal deine Favoriten. Such dir mal 2 raus, wo du sagst, der sieht schon nach Fußballer aus. Also ich sage immer aus Joke, man muss sich die Haare färben, bunte Schuhe anhaben. Dann ist man weit vorne. Henry hat das von Gladbach. Und sonst, ich würde Salijovic trauen. Echt? Draußen die Nummer? Tarek. Also beide LV auch. Ja, aber nur weil er gerade, wo du seinen linken Fuß schon drauf gesehen hast. Ja, ich habe gesehen. Aber die können alle richtig gut schießen, ist das Problem. Das Ding ist, bevor ich was sage, Arthur, hau du mal raus. Ich würde den Lordan nehmen, weil der hat Tattoos hier auf seinen Schienbeinen. Drunter Schienbeinschoner, das kann ich mir gut vorstellen. Fußballexpertise, Panne. Jetzt bin ich gespannt. Früher sahen immer diese, wenn du gespielt hast gegen andere, waren immer die Kleinsten die Besten. So, die sahen nach Durchfall aus, waren aber die Besten. Ja. Und die am krassesten aussahen, waren immer die Schlechtesten. Also ich sag mal, hier der Spanier ist mein Top-Favorit.
mein erster Gedanke, wo ich hier war, war direkt das, was Sydney gesagt hat. Lang, blond gefärbte Haare, pinke Schuhe. Der Mann ist es für mich. Also ihn und ich gehe auch mit Tarek. Aber weil ich Tarek beim Aufwärmen gerade schon gesehen habe, dass er mit seiner linken Klebe einen nach dem anderen hier in die lange Ecke gesetzt hat. Aber das Gute ist, die Zuschauer sehen es gleich auch, nicht nur das Aufwärmen. Erste Challenge, Freunde, das Wichtigste, was, glaube ich, alle am ersten direkt sehen wollen. Es werden nach der ersten Runde sogar zwei rausgewählt, das müsst ihr wissen. Deshalb, ihr kriegt eine Aktion, Five-Shot-Challenge und freue mich jetzt direkt zu starten. Okay, Henry, dann bist du der Erste. Ich liebe Linksschüsse. Andere Ecke. Irgendwo standfallen. Bleib doch ruhig. 17 Jahre alt, das ist schon eine Maschine. Boah, wer macht da gut? Gut, Henry. Ja. So was will ich sehen. Ja, oh, auch gut. Drei von drei. Jetzt schwacher Fuß, ja? Wo hat der denn gejubelt? Mit Jubeln auf Lock. Kollege auch noch dabei? Jetzt Rechtsfuß ist bei Linksfuß halt immer fatal. Ja. Mit Ansage. Kenn ich, alles gut. Henry, ein Ball kommt noch. Das ist stimmt. Two-Touch. Annahme, Abschluss. Nimm noch mal mit, ja. War immer hart, Digga. Ja, der lebt komplett von seinem linken Fuß, ne? Aber so wie jeder, Linksfuß. Der gefällt mir aber gut. Geile Schusstechnik. Aber ein Profi sollte schon, glaub, rechts, links können, ne? Boah, ich bin so gespannt. Lordan, ne? Zweite Liga. 21 Jahre als Stürmer. Jetzt zeig uns mal, dass du ein Stürmer bist. Da ärgert er sich. Das war auch, die Schusstechnik war komisch. Oh! Ja, das war eine komische Bewegung. Aber schöne Finte. Kroatische zweite Liga kann es halt wirklich sein. Nee, nein, das ist ja Rasen halt. Ich kenn die Liga nicht. Okay, links wird wahrscheinlich nicht. Ja. Und rechts hat der davor einen Hammer beim Aufwärmen. Da will die bitte auch reinknallen. Oh, aber mehr einfach doll rauf und hoffen, dass er in die Ecke geht, war das. Ja. Wenig gezielt. Touch okay. Beim Aufwärmen hat er auf jeden Fall für mehr Furore gesorgt. Ich dachte, was ist denn das für ein... Veron, bist du ready? Kannst starten. Wegen seiner Hose. Ich dachte, gut. Die wäre vom Verein, aber... Elfmeterpunkt ist auf Boden los. Verzögern, gut. Okay, da ist ein Ablauf. Ja, ist gut. Gut, Keeper. Oh, stark, ja. Stark gehalten. Der aber weit immer rauskommt. Er macht die Challenge nicht zum ersten Mal, das siehst du. Boah. Ja, keiner Spieler. Okay, geil. Alles klar. Geil. Jetzt mit links, ey. Ja, mit der Hand, guck mal. Das ist ein Boxer, so kurz eben locker gemacht. Boah. Bruder, was er? Aber gut. Das kommt noch einer. Das sind diese albanischen Gene. Okay, geht auf den linken. Boah, okay, alles klar. Ich habe jetzt genug gesehen, das ist ein Brettspieler. Ja, geile okay. Schusstechnik. Kann auch mit links. Ich glaube, Veron, ich glaube, da brauchen wir, da haben wir genug gesehen. Ehrlich, der war schon stabil genug. Bis weiter. Du bist sowas von. Zweite hier. Wie hat er rechts und links? Wie ist dein Jubel? So wichtig als NF, dass du, wenn du links vorbeigehst, dass du mit links flanken kannst. Deswegen einen guten linken Fuß. Also der ist nicht nur zum Stehen. Safe, safe, safe. Veron bis jetzt bei mir auf der 1, muss ich sagen. Ich will mal da einen Durchgang von mir sehen. Du willst so vier Dinge machst du. Ob ich weiterkommen würde. Okay, Karim, Girona, jetzt bin ich gespannt. Spanische Liga, ich erwarte viel Technik. Ablauf war da. Gut. Oder, das war Millimeterarbeit. Mit guten Fuß halt. Oh, der ist frech. Ja, ja, geht sogar nach. 2 von 2. Frech ist er. Ja, cool. Gucken, jetzt bin ich auf seine linke Klebe gespannt. Welche Pose ist er? 10 hat er gesagt. Oder? Ist er Linksfuß? Ja, Linksfuß, glaube ich. Stimmt. Hat er gesagt. Aber so läuft er zumindest an. Gucken, ob er mit seiner rechten Klebe was zaubern kann. Ah, ist so typischer Linksfuß, ne? Aber dafür war sein Schuss, sein Freischuss gab gar nichts. Das war jetzt aber sehr... Ich fand, ich kann den noch nicht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Ich bin aus dem Durchgang null schlauer geworden. Null. Angezeichnet ist das. Ja, komplett. Okay, Ilhan. Gerne. Gut. Ja, der macht stabile Oberschenkel. Achten wir drauf. Der hat schon gute Beinmuskulatur. Stark. Guck, die Faust können das. Macht er gut. Schwacher Fuß. Boah, überragend. Ich finde ihn gut.
Ja, hat das Schusstechnik gesehen? Ja. Nimm nochmal an, nimm nochmal. Ich sag, nimm nochmal an. Machst du den nochmal? Kriegst du nochmal hin? Ey, war gut. Ey, jetzt hab ich. Er denkt gerade so, okay, ich bin safe. Damit, Bruder, was hast du da gemacht, alter Schwede? Ich fand auch. Ey, meine Notizen. Ich fand den Schuss geil. Ich fand aber auch mit links, wie er mit den Links. Geschossen hat, war geil, hat aber stark gehalten. Oh, der Torwart ganz stark. Schieß mal mit deinem schwachen Fuß hier so rein. Nee, ich konnte Flugbälle schlagen, passen. Stimmt, links, aber ich konnte nie schießen mit links. Ich konnte nie schießen. Ja, ich kann auch nicht mit links. Aber deswegen sage ich doch, links ist. Aber ich, ja, kannst du Flugball spielen mit links? Ja. Kannst du passen mit links? Ja, aber schießen kann ich nicht. Mit der Pike. Also mit der Pike kannst du vielleicht deine Weakfoot. Tarek Salihovic, mach deinen Onkel jetzt stolz, ey. Wenn der das Video sieht, du kannst, ja. So. Salihovic schießt immer oben in die Mitte. Boah, wie ruhig. Cool. Lässig. Ich feier, ich mag ihn schon. Ich liebe so Ruhe. Das ist es. Einfach straight. Das ist es. Den kann er. Ein bisschen den Rasen gekämmt. Ja, aber es sind auch die Rasen schon. Guck, wie locker er läuft, Alter. Die Jordan-Hose passt dazu wie so ein Basketballer. Die Hose stört mich immer. Ja, aber clean. Das ist ein Spieler. Wie ruhig er bleibt bei der Annahme und so. Das ist ein Spieler, den ich vom ganzen Bewegungsablauf schon mag. Ja, das ist geil. Geiler Bre. Geile Abläufe. Geiler Linker. Geile Schusstechnik. Aber der war, und er bleibt ruhig. Wenn du jetzt den mit. Wem würdest du jetzt? Würdest du den als noch vor Beron sehen? Bei mir ist Beron noch meine von Pauli. Ne, ich sehe ihn als erstes bis jetzt. Tarek als erster? Ja, ich sehe Beron also so ein bisschen besser. Tarek, Beron und. Ja, Ilan war dann durch immer krank. So ein LV, der hinterläuft und dann noch reinflackt die ganze Zeit. Jetzt Erik Bielefeld, 17 Jahre als Stürmer. Okay. Erik, gerne. Was? Hä? Das? Das war geil. Stürmer? Nee. Ja, das sieht komisch aus, aber er trifft, Digga. Er macht seine Tore. Feier ich. Lass ihn seine Tore machen. Ganz kurz Anlauf. Er macht seine Tore. Lass den Mann mal machen. Der weiß schon, was er treibt. Also Fabian Klose in Jung nochmal. Bielefeld U19. Nee. Boah. Der spielt irgendwo. Kreisliga B oder so. Ja. Also nur allein, wie er läuft und macht und so. Ja, ich immer vorher, spielt wirklich. Also ich gönne ihm das, dass er trotzdem seine drei Punkte gemacht hat. Deswegen kriegt er auch 2 Punkte. Aber allein dieser Ablauf her? Der eine Übersteiger hat mir schon gereicht. Spielt wahrscheinlich vom Klein auf und spielt jetzt so, ich sag mal, ich bin gespannt. Mittelmäßig. Wenn jetzt. Irgendwo in der Landesliga. Ja. Kann ich mir vorstellen. Starken. Der war bei mir ist jetzt vom ganzen Ablauf her. Ja. Wenigstens haben wir einen, den wir rauswählen können. Jetzt kommt Ali von HSV, U19, Innenverteidiger. ADAB? Gerne. Ich kenne meinen Jorginho-Style. Der ist oft im Training, da kann er das üben. Oh, der hätte ein guter Moment abgewartet. Beine waren auch auf, ich dachte, er geht auf den Tunnel. HSV. IV, ne? Statur bringt er mit, 18. Ja, okay, passiert, alles gut. Ist okay. Ein Ball kommt noch, Ali. Mal gucken, ob er den wieder so stoppt. Oder in die Bewegung besser auf den starken Fuß mitnimmt. Schön. Ja, ist okay, Ali. Ali fand ich auch stabil, aber jetzt HSV-mäßig weiß ich noch nicht. Ich finde so Ali, Lordan und den Spanier so auf ein Level, alle drei kann ich nicht einschätzen. Ja, die sind echt schwierig. Ich würde Ali noch drin lassen. Safe. So, jetzt falscher Challenge. Tag der Entscheidung. Ich hasse es so anzufangen. Ich werfe den Ball mal direkt zu Panne rüber. Zwei Leute, die ausgewählt werden müssen. Panne. Für mich sind es Erik. Ja, nicht weil du die Tore nicht gemacht hast, sondern einfach nur vom Ablauf. Und dann war der Rest eigentlich vom Ablauf her gut. Und dann nehme ich einfach Lordan, weil er am wenigsten Tore, weil es am wenigsten überzeugend war von allen anderen. Wie wäre dir denn, wenn du jetzt einen rauspicken müsstest, wäre dir am besten gefallen? Ja, immer ganz wichtig. Von meinen Punkten her ist es auf jeden Fall Ali und Sahilo hier. Sahilo. Tarek. Die zwei. Ja, Sahilo ist nichts. Aber Tarek und Ali waren bei mir so mit. Ali, gerade der letzte? Hat dir am besten gefallen?
Alibert mit am besten, ja. Arthur, U17 Bundesliga-Trainer. Ja, also für mich war auch Erik vom Bewegungsablauf her der Schwächste. Super Athletik, super kräftig. Und Lordan sehe ich ähnlich. Ja, ist jetzt die Frage, ob es vielleicht mit dem Untergrund zusammenhängt. Ja, weil ich kann mir schon vorstellen, dass in Kroatien mehr mit auf Rasen gespielt wird. Aber das sind so die beiden, die ich jetzt in der ersten Runde auswählen würde. Ich habe auch das Gleiche eigentlich. Ich habe auch Erik genommen als Ersten, der hat Tore gemacht. Aber ich glaube, vom Abläufen war das nicht ganz rund, ganz sauber. Ja. Und habe auch Lordan. Ja. Ich persönlich würde Lordan gerne noch mal weitersehen, ne? Weil ich denke, weil gerade wie du sagst, beim Aufwärmen hat er so performt. Jetzt war es okay, es war jetzt kein schlechter Durchgang oder so. Es war jetzt nicht so, wo ich sage, boah, gar nicht. Erik, gehe ich mit. Ich habe das auf jeden Fall gefeiert, dass du deine Tore gemacht hast. Das habe ich auch gegönnt, jeden einzelnen Schuss. Aber dann vom Bewegungsablauf her gehe ich da mit. Bielefeld U19, da gehört schon einiges, glaube ich, mehr dazu. Ich kann halt Karim noch nicht so einschätzen, spielerisch. Ja, wenn ich jetzt einen zweiten rauswählen müsste, wäre ich wahrscheinlich bei Karim eher gewesen und hätte Lordan gerne noch mal weiter gesehen. Aber die Entscheidung steht, wie sie steht. 3-1 gegen mich. Und deshalb vielen, vielen Dank, Lordan und Erik. Ne? Dankeschön. Kommen wir zur Challenge Nummer 2. Das ist eine Übung, die wir so noch in dem Format noch nicht gemacht haben. Was daran geil ist, ist nicht so eine klassische Two-Touch-Challenge, sondern wir sehen hier einen Flugball. Ist quasi eine Two-Touch-Challenge, aber mit einem Zwischenmann dabei. Das heißt, ich erkläre es euch gleich auch nochmal. Langer Ball kommt, ein Kontakt an Ablage. Ein anderer Spieler steht da, legt den Ball vor und dann wird er aufs Tor geschossen. Das heißt, wir sehen Flugball, wir sehen den Touch, wir sehen Passspiel, Abschluss. Eigentlich alles, was man sehen möchte für Challenge Nummer 2. Okay, gerne Tarek. Ja, guter Touch. Der ist schwer direkt. Semi, ne? Also vom Schussablauf her ist das schon gut. Aber so vom Ablegen her, Einschätzung, aber wie der Ball kommt. Ich habe jetzt von den Bällen, die kommen, von Tarek ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Guter Ball. Der kann die Dinger. Auch guter Touch, Henry. Gute Ablage. Ja, so, schöner Durchgang. Gute Schusstechnik. U17 Bundesliga-Trainer will so einen Durchgang sehen, oder? Ja, das war flüssig, das war gut. Also das ist ein kleines. Okay. Der Touch von Ilan war gut, ne? War okay. Ja, der ist mir zu kräftig für einen Fußballer, Mann. Findest du Ilan zu kräftig? Ja. Ich hab gerade eben das Tipp, guck mal, das Tipp. Ja, ja, ja. Das ist zu doll, so ich bin bereit. Ja. Hab man gelernt, so irgendwann mal. Einen kriegst du noch, ja. Einen kriegst du noch. Gute Bälle. Guter Touch. Ja, okay. Da kommt der Innenverteidiger in ihn durch. Er hat Profivertrag bei Braunschweig, sagt er auch, by the way. Ja, deswegen. Also das ist. Für mich ist das zu übertrieben. Mich stört das Tipping. Boah, das war das auch. Also Braunschweig. Also was soll ein Trainer eigentlich immer sehen, oder nicht? Nee. Ja, das ist zu viel Show. Ja, ich finde auch. Das ist so. Alibi. Aber jetzt kein Durchgang dabei, wo ich sage, boah, krass, krass. Guck mal, er macht das. Und der Ball ist der beste Flugball bis jetzt. Aber hat geholt. Ja, ich weiß. Stark. Er hat eine überragende Schusstechnik. Männer, könnt ihr die Flugbälle genauso schlagen wie er, bitte? Einmal bitte anrollen. Einzeltraining bei Sierra. Weil ihr habt beides aus dem Stand gemacht. Ja. Ilan hat das aber safe hier gehört. Weißt du, ja, und Baller, was, okay, genau. Aber das war der beste Flugball bis jetzt. Ja, natürlich. Ja. Guter Ball. Rechts, schön. Tarek ist klasse. Der Junge ist klasse. Ja. Geiler Linker. Und Tarek den Flugball. Oder wenn die mich jetzt attackiert. Wo ist sie? Was hast du für ein Haarspray genommen? Gar nichts. Mann. Das sind seine Naturhaare, die liegen immer so. Was willst du? Jetzt hast du es geschafft. Die ist immer noch da. Ich schwöre es. Gruppe 2 bin ich gespannt. Der Junge ist gut, Beron. Ehrlich. Trotzdem nicht. Warum ist jetzt nicht? Hätte er auch nie beigegeben. Ich muss erstmal einschätzen. Okay, nochmal. Die Ablage vom Spanier war clean. Ja. Also der Ball von Beron fand ich klasse. Er hat den gut gespielt, Ali hätte einen Schritt einfach kommen können. Ja, den zweiten mit. Jetzt kann er es besser einschätzen. Ja, der Ball. Boah, der ist richtig clean. Okay. Ja. Den
kann man nehmen. Geil. Gut. Ah, geil genommen. Geil. Ja, aber war clean von Ali. Aber wie fandest du jetzt? Okay, wir gucken erstmal alle Durchgänge. Ja, Ali, kannst. Boah, Touches. Ey. Wir haben noch gesagt, er muss performen. Direkt. Ja. Ich fand seinen Touch schon sehr geil. Der war schon gut. Ja. Der Touch. Karim war das, ne? Weil der Ball schwer war, der war nicht so einfach zu holen. Ist das Karim? Vor allen Dingen beim Anlaufen zum Ball, bevor er den Schuss gesetzt hat, hat er auch geguckt, wie der Torwart steht. Geil. Ist schon gut. Panne, das ist dein Call, dein Mann, ne? Ja, ja. Guter Touch. Ja. Ah, der liegt scheiße. Ja, der lag auch richtig scheiße. Eklig. Also sein, ich mag seinen Bewegungsablauf. Ich nehme gut. Ja, Ali. Bälle von Ali könnten auch cleaner kommen, sage ich dir ehrlich. Hoppa, alles gut passiert. Gut abgefangen. Ja, das war aber auch die Ablage. Ja, das war auch halbes Tor ist die Ablage gewesen. Nur wegen deiner Ablage gerade. Es ist, geht an dich. Hätte ich nicht gedacht, ich konnte ihn vorher gar nicht einschätzen. Ja. Also erste Challenge war der. Der musste aus Spanien erstmal hier ankommen. Jetzt muss er noch seine Bälle machen. Ja. Nein, nimm ihn an. Boah, aber mach das trotzdem sehr eklig. Beron, du kannst ihn noch einmal mitnehmen, ne, wenn du den Kontakt brauchst. Super Ball, super Touch. Genau. Ist gut. Boah. Stark halten. Ey, Jan! Ey, machst du mal kurz hier Freekickers-Werbung. Ja, super. Dann hat Spaß gemacht. Erstmal eine neue Challenge. Erstmal hoffe ich, dass sie euch gefallen hat. Ja. Cool. Jetzt wieder Tag der Entscheidung. Ich fange wie immer nicht an. Arthur, fang ich du mal an. Ich darf anfangen. Gerne. Also ich fand Karim hat natürlich zwei Sahneschüsse hingelegt. Also das war schon echt stark. Meine beiden Kandidaten, die, wo ich sage, das war jetzt nichts gewesen, das ist einmal der Ali und der Ilhan. Das war jetzt vom Bewegungsablauf nicht ganz clean gewesen. Favorit, auf jeden Fall Karim. Bei mir schwank ich noch. Ich habe auf jeden Fall auch Ilhan drauf bei mir. Und bei mir ist noch Henry und Ali. Weil deine Flugbälle, Ali, haben wir zum Schluss, die waren grottig. Ja. Und Innenverteidiger brauchen wir ab und zu gute lange Bälle. Linksverteidiger. Ich gehe mit Henry. Ali ist für mich weiter. Henry und Ilhan. Krass. Sydney. Ja, ich habe einmal Ilhan. Ich fand einfach. Erstmal, ihr wart alle gut. Das ist immer schwer bei solchen Übungen irgendwie zu unterscheiden, wer wo spielt, wer da spielt. Aber so zwischendurch, keine Ahnung, bei dir kam beim Ablegen und so ein bisschen unsauber. Die Abläufe bei den Übungen fand ich nicht so clean. Und für Braunschweig U21, U23 und Profivertrag als zweiten habe ich Ali, weil auch die Flugbälle nicht so clean kam. Und für HSV U19, das ist schon ein sehr gutes NLZ, sehr krasses NLZ. Ich glaube, da müssen, also es kann ja sein, dass die jetzt wegen Platz oder so nicht gut kamen, aber ich muss ja irgendwelche rauswählen, deswegen habe ich dich genommen. Ich habe auch Ali nicht genommen, weil hier der Schlechte ist, einer der Besten, aber weil die Messlatte für HSV so hoch ist, habe ich ihn genommen. Ja, also am Ende hast du Ali und Ilhan eingeloggt. Ja, ich finde, dass sie gleich eh auf einem sehr ähnlichen Niveau gleich arbeiten werden. Das ist ja, wir sind ja eh schon wieder nur Kleinigkeiten. Karim, den ich gar nicht einschätzen konnte am Anfang, wo ich gesagt habe, okay, der könnte schon fast nach Challenge 1 rausfliegen, hat hier gerade Pannes Favorit performt. Fand ich richtig, richtig gut. Tarek, wie immer, den kannst du, glaube ich, um 3 Uhr morgens wecken, der performt hier. So, das sind jetzt so die zwei richtig guten. Beron ist aber irgendwie auch so einer meiner Lieblingsspieler geworden, muss ich sagen, wo ich den auch am Anfang nicht einschätzen konnte. Rauswählen würde ich tatsächlich auch mit Ali gehen. Nicht, weil du schlechter warst zum Beispiel als Beron oder Henry, überhaupt nicht. Also, wenn man jetzt nur ne, das alles sehen würde. Aber ich glaube, HSV, wie alle sagen, Top-NLZ, ne, da musst du schon Brett sein. Deshalb finde ich das so der einzige Grund, warum ich sagen würde, okay, ich muss ja auch irgendwie eine Entscheidung treffen, deshalb mit Ali. Und bei Ilhan würde ich nur sagen, weil der Bewegung, also erstmal hast du in der ersten Challenge so geil performt, die Challenge kannst du dir einrahmen. Ist ja vielleicht für dich auch einfach heute ein bisschen unglücklich gelaufen, weißt du? Wenn die Challenge mit den Verteidigern jetzt vielleicht eher kommen würde, wäre es vielleicht für dich interessanter. Deshalb wähle ich dich auch erstmal raus, aber trotzdem hast du geil gespielt und ich mag dich. Ich danke euch beiden Maschinen.
So, Freunde, kommen wir zum Halbfinale. Wir haben jetzt noch dabei Henry, Tarek, Beron und Karim. Fürs Halbfinale, was die Leute immer gerne feiern und was ihr sehen wollt, sind die 2 gegen 2 Duelle. Das heißt, wir gehen in die Duelle, einmal Offensive, einmal Defensive, tauschen gleich die Rollen und dann sehen wir gleich richtig schön Fußball. Wann fragen wir die Werdegänge ab? Nach der Challenge fragen wir die Werdegänge von den Vieren ab. Okay. Hi, ich bin Dimi, bin selbstständiger Physiotherapeut. Wir nutzen bei mir in der Praxis hauptsächlich die Massageguns von FitGun. Gerade nach der körperlichen Belastung, vorwiegend beim Fußball, ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man eine vernünftige Regeneration der Muskulatur erzielt. Und mit dieser FitGun ist halt optimal, halt nach dem Sport eine gezielte Regeneration der Muskulatur zu erreichen. Jeder Sportler sollte zu Hause so eine Gun zu Hause haben. Sichert euch heute 50% mit dem Code Berlin50. Habt Spaß mit der Gun. Okay. Tarek, kannst. Das müsste eigentlich was in Henry auslösen. Beron, jetzt perform, Junge. Ja, ja, doch. Es ist drin. Ja, Beron, gut. Das war ein guter Laufweg. Da war die Absprache genau nicht das. Da. Ja, aber ja. Das war auch zu einfach von Tarek verteidigt. Also. Nee, aber ich sag dir, der Girona, Karim, der wollte den übergeben. Ne? Er konnte sich, glaube ich, gar nicht richtig ausdrücken wegen der Sprache. Nicht oh, ja, guck mal, jetzt coacht er. Er sagt ihm richtig. Das wollte ich von Henry sehen. Als LV, er musste unterlaufen. Das ist ja eigentlich das Spiel. Er ist LF, er ist LV. Ist sie nicht einfach blöd rumstehen? Boah, ja, eine Klebe. Gefällt mir. Aber die sind viel zu leise. Also Henry, hinterlauf nochmal. Auch, guck mal, Tarek, weißt du noch in der letzten Folge, wie die sich angeschrien haben, Kevin? Ja, aber es kam auch vielleicht durch die Halle ein bisschen lauter vor, als. Weißt du? Hinterlauf jetzt nochmal, mal gucken, wie die verteidigen. Mal schauen. Ja, ja. Oh. Beron. Boah, Karim, ja, guck mal, stabil. Ach, clean, oder? Aber, ja, ehrlich, ich würde sagen, war kein Foul. War gut. Alles Marie. Gut. Es war viel mit Arm, ja, aber das gehört dazu. Wir sind hier nicht beim Frauenfußball. Der Körper rein. Kommt das, ey, so ein Spaß. Das war Spaß, Mann. Ja, ey, Deutschland, hey, die Frauen sind doch fast weitergekommen, Mann. Fast. Sind doch fast weitergekommen. Hä? Hey, was ist denn, Großer? Ja? Vita-Welt auf die 1. Aber ist so. Das ist gut, dass. Finalisten kriegen übrigens Schuhe geschenkt, by the way. Ja, schön. Jetzt verteidigen. Ja, machen sie gut. Gut verteidigt. Gut, Tarek. Gut gemacht. Eine Aktion noch und dann wechseln wir einmal durch. Guck auf den. Boah, stark. Richtiger Lachs, der sich da richtig reinsneakt. Ey. Alter. Wie so ein Aal, weißt du, wie so eine Schlange, der sich da reinsneakt. Ey, feier echt. Dabei. Schwacher Touch. Komm, Girona, zeig uns was. Ja, Girona. Ja, ey. Boah. Ein kleiner Haken rein und dann der Schuss. Was ist das für ein krasser Spieler? Macht er das? Macht er gut. Hä? Bis jetzt halte ich von ihm noch nicht. Ja, war jetzt. Erste Challenge war der für mich tot. Langsam kommt er. Müssen 2 raus, ne? 2 müssen raus. Ich sag ja, der Spanier muss hier. Die letzten 4? Ach so. Die letzten 4. Ich dachte gleich um 9-4. Er ist krass, Mann. Der Karim muss hier auffallen. Das. Typisch spanische. Geh drauf, genau. Perfekt, geh drauf. Ja, mach's perfekt. Weil es dauert zu lange, Mach weiter. Stark. Ja, er ist krass. Aber er muss spielen. Also er kann ihn spielen. Er kann ihn spielen. Dann ist 100%iges Tor, wenn er im richtigen Moment spielt. Aber so macht er auch. Genau in dem Moment kannst du auch. Ja, rüberziehen. Aber wenn er rüber spielt, sage ich, das ist 100%iges Tor. Ja. Boah, Digga, das ist schwer. Beide gut. Aber Verteidigungshaltung von den anderen beiden? Jetzt so. Ich habe jetzt gerade nur auf ihn geachtet. Na, kann ich doch warten. Ich habe auf Dings geachtet. Henry, dafür, dass er LV ist, war jetzt nicht. Hätte noch ein bisschen mehr kommen können. LVs können meistens nicht mal verteidigen und AVs. Ja, schwer. Die sind ja so moderne. Ich feiere das Halbfinale auf jeden Fall jetzt schon. Das ist geil. Stock. Okay. Okay. Ja, nimmt er noch. Also, ja, schön gut. Halb mit der Schulter. Gut. Schön. Und wieder auf 2. Ah, schade. Ich feiere das auf jeden Fall, wenn es jetzt weitergeht. Komm mal. Jetzt hast du ihn. Und links rüber. Okay, gut verteidigt, Beron. Weiter. Weiter. Play. Ich muss so. Boah, ich vergesse das immer. Man muss helfen irgendwie. Ich sag dir, von Tarek ist er so ein bisschen locker. Ja, okay. Okay. Also, ich kann mir. Uno Mas. Sag euch jetzt schon mal, dieser. Der Sailovic ist niemals 6 Außenspieler. Was ist der? Der ist kein 6 Außenspieler. LV. LV. Also, LV auf gar keinen Fall ist der LV. Der ist aber noch sehr locker. Wieso?
so wie er so spielt. Ich ja, finde, der ist zu chillig. Ja, ja, das ist seine, auch, ja, das ist Art und Weise. Ich glaube, das hat nicht also so, wie er spielt. Und so. Das, ich glaube, das ist kein Linksverteidiger. Er hat auch gar keinen Bock, der gibt den Ball einfach ab, weißt du? Er ist sehr dynamisch. Oh, hat sich gut verstanden. Bitte dich an, komm! Hat er den kurz ins Kino geschickt. Okay. Also für, ich sag dir, für mich reicht's. Also für mich reicht's. Ich kann gar nicht abspielen. Okay, Tarek, jetzt nochmal. Miron, okay, gute Verteidigungshaltung. Macht den linken Fuß zu, ja, packt dann im richtigen Moment zu. Bitte noch einen letzten, okay, dann habe ich echt genug. Ja. Gut dabei, Henry. Cleaner Touch. Ah, er will gar nicht. Guck mal, das ist großes Tempo. Genau. Tempo, die Dynamik als LV. Der Lauf, so der Kreuz einfach davor. Guck mal, er wird das. Oh, der ist klasse, der Junge. Ja. Ah, hätte er direkt machen können. Ja, ja, okay. Karim sticht fett raus. So, die 2 gegen 2 Duelle haben wir jetzt gesehen. Ich finde es aber immer noch relativ schwer, mich jetzt zu entscheiden. Also, deswegen würde ich noch gerne die fußballerische Laufbahn von euch wissen. Jeweils eure Geschichte, wo ihr angefangen habt, wie es sich denn entwickelt hat. Wo willst du anfangen? Bei wem willst du anfangen? Einfach bei Henry, beim ersten. Henry, der lange Mann, hau mal raus. Ja, bei mir ist es keine wirklich besondere Story. Ich war bei SC Paderborn, also hab bei der U11 angefangen und habe bis zur U16 da gespielt. Und dann habe ich ein direktes Angebot von Mönchengladbach bekommen, zur U17. Und dann bin ich seit der U17 Bundesliga, also wo Bundesliga erstmal startet, habe ich, seit da bin ich bei Gladbach in der U17. Und ich war bei Paderborn immer links Mittelfeld. Und dann kam ich zu Gladbach und die haben gesagt, dass ich Linksverteidiger werden soll. Habe mich auch manchmal Linksinnenverteidiger getan, aber eigentlich meistens linker Verteidiger. Und seitdem spiele ich linker Verteidiger. Also ich war eigentlich sonst mal links Mittelfeld. Ich bin dann nach hinten gerückt. Hast du mit irgendwelchen Profis, also hast du schon mit den Profis trainieren können? Ich bin nur fest in der 19, aber ich kann nichts. Also noch nie bei den Profis mittrainiert, reinschnuppern dürfen, nichts? Also ich kenne die Anlage, Sportanlage von Gladbach. Jetzt ist natürlich so, ich könnte natürlich Insider fragen, aber... Das müssen wir lassen. War ich zweimal da. Ich kenne sie auch. Ich wohne da im Internat, in dem was etwas schiefes Gebäude ist, was da gebaut wurde. Da bin ich. Also es ist ein bisschen schief, also es ist nicht schief gebaut, aber es sieht ein bisschen schief aus von außen. Und ist neben dem Stadion? Ja. Also warte mal, aber welches NLZ ist nicht neben dem Stadion? Ja doch, es gibt viele. Ach. Viele, die ja, gar nicht ja, aber, so richtig also, stadion. Ja, gut, okay, aber er kann ja auch aus der Region kommen. Bei mir ist es auch nicht direkt daneben, also gewesen. Ja, aber es ist naheliegend dran, meistens. Oder ja, es ist halt im Stadion, ne? Ist aber... Aber erstmal danke dir, Henry. Wir wollen nicht zu doll ausquetschen. Nee, ich wollte sagen, ich fand ihn schon gut, so straight von den Antworten. Clean. Ja, also bei mir ist das auch nicht so besonders. Ich habe 6, 7 Jahre bei BRK gespielt hier in Berlin. Also ich komme auch aus Berlin. Und dann hat mir diesen Mai mein alter Trainer aus BRK ein Probetraining bei Ingolstadt organisiert. Und dann bin ich da angegangen, hatte 2 Tage Zeit, mich zu beweisen. Und ja, relativ schnell auch die Zusage bekommen. Und jetzt spiele ich seit diesem Sommer bei Ingolstadt. Das ist immer so eine dumme Frage bei dir wahrscheinlich auch, aber mich wundert das. Guck mal, dein Onkel ist doch Sead Salihovic. Der hat doch Hoffenheim, ist doch fast eine Legende. Hätte er nicht eben sagen können, Hoffenheim... Ich war bei Hoffenheim auch zum Probetraining. Aber Hoffenheim ist ein sehr starkes NLZ in Deutschland. Okay, und da hat es nicht gereicht und... Okay, krass. Und dann, aber jetzt bei Ingolstadt hat es dann geklappt, wo die gesagt haben, ey, ist cool. Ja, genau. Und jetzt bist du da im NLZ. U19, ja, genau. Welche Liga spielt ihr? Bundesliga. Ich glaube ihm nicht. BRK, ist dann die ganze Familie, also bist du alleine jetzt? Alleine. Nicht du bist alleine und die Familie lebt noch in Berlin hier? Und deshalb bist du zu Besuch hier quasi? Ja, Länderspielpause jetzt eine Woche und da haben wir kein Training. Ja. Okay, danke dir, Tarek. Biron? Also bei mir hat es angefangen in der U8 bei Norderstedt SV. Da habe ich eine Saison gespielt, dann bin ich zur SV gewechselt in die Jugend, von der U10 bis U13. Damals war ich noch Stürmer und in dem letzten Jahr hatte ich halt Leistungsdruck vorm Tor. Und wenn man halt Druck hat vorm Tor, verschießt man halt immer. Dann ging es dort nicht mehr weiter, bin ich zu Eintracht Norderstedt gewechselt. Hab da eine Saison gespielt. Von dort aus dann in die U15 Regionalliga von Niendorf. Und danach war mein Eintracht Norderstedt Trainer, Frank Spitzer hieß er, wurde dann Scout bei St. Pauli.
Der hat mich dann eingeladen zu St. Pauli. Dort habe ich von der U16 bis heute spiele ich dort bei Pauli. In der U17 Bundesliga habe ich dann eine gute Saison gespielt. Wurde dann von der Kosovo Nationalmannschaft eingeladen zur U17 Quali, also Europa Quali. Dort haben wir dann gegen Holland, Wales und Slowenien gespielt. Und als ich dann wieder kam, wurde dann mein Vertrag verlängert bei St. Pauli. Das wurde dann, U17 ist da ausgelaufen, dann wurde der verlängert um 3 Jahre. Das heißt 2 Jahre U19 und 1 Jahr U23. Und ja, jetzt spiele ich da. Das ist meine letzte Saison halt. Dann diese Saison läuft mein Vertrag aus. Kurze Frage, aber ist das normal? Ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht da angerufen mit Verträgen, aber ich würde ja keinen B-Spieler verpflichten für die U21 schon. Also ich gebe ihm 3 Jahre Vertrag und dann ist er schon verpflichtet für die U21 und weiß gar nicht, wie er sich entwickelt in der Zeit, was passiert. Hatte aber auch bei Hertha. So wirklich Vertrag 3 Jahre? Mit, oder, ich hatte sogar 5. Wirklich? Aber macht man nicht 2 Jahre, wo man sagt, nach U19 gucken, aber hat schon. An sich? Weil sonst habe ich ihn ja schon verpflichtet für das dritte Jahr, also für safe für die U21. Das ist ja total dumm. An sich. Viele. Ich habe noch was vergessen zu erwähnen. Ich habe in der U19 EM-Quali auch für Kosovo gespielt. Da haben wir gegen Norwegen, Wales und Georgien gespielt. Norwegen, Wales. Wie bitte? EM-Quali. Ich habe U17 EM-Quali gespielt und U19 EM-Quali. In der U17 hatte ich. Was für ein Jahrgang? Wie bitte? 2003. Ja, das mit Kosovo stimmt safe. Also, das glaube ich ein Safe. Ja, also er hat da gut erzählt. Plus, er könnte auch einfach nur bei Eintracht Norderstedt spielen. Ja. Aber das, der Grund war cool, dass der Trainer Scout wurde bei St. Pauli. Also, mich hat es ein bisschen skeptisch gemacht mit diesen, aber wenn ihr sagt, das ist normal, das ist mit diesen 3 Jahren. Na, maybe 2+1 Option mit Profivertrag. So. Ja, aber hat er 3 Jahre gesagt. Welche Liga war Eintracht Norderstedt? Das war damals U14 Oberliga. Da hatten wir auch Spiele gegen Pauli und HSV. Also habe ich gegen einen alten Verein gespielt. Und gegen Pauli hat sich damals 4 Tore gemacht, wo wir 5-2 gewonnen haben. Und deswegen hatte Pauli mich halt im Hinterkopf. Okay, danke die Beron erstmal. Ja, durch die Geschichten sind wir zum Teil schlauer geworden. Jetzt müssen wir trotzdem 2 rauswählen. Ich würde gerne mit Sydney anfangen. Ja, alleine wegen der Leistung gerade eben ist für mich ganz klar Karim weiter. Und als zweiten, Blerons Geschichte hat mir gefallen und Henrys. Tarek Bruderherz, du bist Berliner Kicker, ich merke das. Aber nein, du bist es nicht. Bei dir kann es sein, dass du einfach nur bei Norderstedt spielst und nicht, dass der letzte Part nicht stimmt mit St. Pauli. Deswegen gehe ich mit Henry. Okay, also sagst du Karim. Das hat sich gut angehört, dass Gladbach ihn zum LV gemacht hat. So, das machen so Vereine. Ja, meine Entscheidung auch ganz klar: Finale Karim, 100%, wie er performt hat. Haben die allerwenigsten hier. Ich fand auch ohne dieses Schnickschnack, sondern wirklich sein linker Fuß, jeder Ball ins Tor. Gute Bewegung auch, also wirklich ein richtig, richtig starker Spieler. Ja, bei den anderen drei finde ich das alle auf einem sehr ähnlichen, starken Niveau. Also alle drei richtig gut. Ich fand, Beron war ja einer meiner Lieblingsspieler am Anfang. Henry fand ich auch so, wo ich gesagt habe, vom Optischen her Favorit. Und Tarek eigentlich so von Sekunde 1 performt. Ich gehe mit Tarek fürs Finale, weil ich sage, er hat die anderen, ich fand ihn jetzt gerade von allen 4 am schwächsten. Aber man darf die anderen Challenges jetzt nicht außer Acht lassen, finde ich. Jetzt so die, von Challenge 1 bis jetzt war er krass. Und jetzt gerade, weil von allen ist er so ein bisschen abgefallen, aber ich gehe mit Tarek, weil er davor auch so krass performt hat. Und ich fand seine Story jetzt auch nicht vogelwild, dass du sagst, boah, von Berlin, Ingolstadt ist jetzt nicht, wo du sagst, könnte niemals sein, sondern ist eigentlich eine plausible Geschichte. Ich gehe mit Tarek und Karim fürs Finale. Ist schwierig. Also Karim ist dabei, Finale fand ich top. Dann schwanke ich so zwischen Henry und Leron. Wen hast du eigentlich gewählt gehabt? Henry oder? Ich hatte Henry. Du hattest Henry? Du hattest Tarek. Wenn du Beron sagst, haben wir Spaß. Dann liegt die Entscheidung bei Panne. Also ich fand die Geschichte von Beron vielleicht zu gut erzählt. Boah, ich war echt brutal. Geil. Also, solche Entscheidungen feiere ich. Jetzt liegt es an Panne. Komm, ich sagte, ich bin immer so ein Typ gewesen. Ich bin ein Typ, ich mag Zweikämpfe, Körperspannung. Ja, und wenn ich jetzt Tarek sehe, wie er, wenn er einen Ball bekommen hat, wie er da so diese Körperspannung, die nicht. Ja, das ist aber egal, aber trotzdem brauchst du ein bisschen Spannung. Mir zum Beispiel gefällt diese Körperspannung, die er überhaupt nicht hatte, gar nicht. Aber es kann auch einfach sein Spielstil sein, dass er einfach so ein bisschen der Laissez-faire ist, was auch vollkommen okay ist. Aber mir persönlich gefällt es jetzt nicht. Ja, deswegen wäre Tarek für mich zum Beispiel raus. Das ist ein Punkt für mich, weil ihr seid alle auf einer gleichen Ebene, das nimmt sich nicht viel. Du kannst auch noch Duelle einfordern, wenn du noch irgendeinen sehen willst, 1 gegen 1, kannst du das jetzt noch machen.
wenn du nochmal ein 1 gegen 1 Duell sehen willst. Okay, dann spiel drum. Okay, dann, ja, dann mach nochmal ein 1 gegen 1 bitte. Willst du alle drei? Oder? Also Karim ist ja safe, oder? Ich sag dir, Karim ist safe. Für mich persönlich, wenn ich jetzt entscheiden darf, sage ich, würde ich gerne nochmal Handy und Beron sehen. Weil Tarek für mich ihre Körpersprache ja, ist deine raus. Für mich diese Beine nochmal. Du bist der beste Fußballer hier. Ja, deine Technik und so ist super. Also wirklich nach ihm mit die beste. Ja, weil er ist auch brutal stark. Aber mir diese Körperspannung. Gar nicht. Die Dynamik. Ich bin auch nur Bratwurst. Ja, du bist aber so. Aber wenn du diesen Ball kriegst, du gehst mit Tempo rauf zum Beispiel. So dieses. Ja, und dann spiele ich einen Pass und dann trabe ich langsam rechts raus und so. Da fehlt kein Antritt, da ist kein Hinterlaufen. Du bist reingelaufen, also zwischen Gegner und deinem Spieler vor dir, nicht hinterlaufen. So Kleinigkeiten, aber weißt du? Ich kann jetzt euch eine Sache sagen. Ich kann mir auch so ohne Scheiß. Also Tarek ist ja sowieso jetzt raus, aber ich sag dir, es kann auch sehr gut sein, dass er es nicht gemacht hat, weil er ein Fuchs ist. Weil er clever ist, er weiß, ich spiele 19 Bundesliga. Ich riskiere hier gar nichts. Ich spiele hier ein paar Bälle raus, links, rechts. Sollen die anderen mal, weißt du, so ein Spieler. Der weiß, ich will mich hier nicht verletzen, ich lasse die anderen mal laufen. So ein Ding kann ich mir vorstellen bei ihm. Aber der Typ hat sich von geärgert, weil er da einmal was verstolpert hat. Der hat sich auf Finger gebissen. Ja, okay. Weißt du? Ja. Nein, also ich würde gerne die beiden nochmal sehen. Gerne. Und dann entscheide Tarek, ich. Maschine. Wenn das okay ist. Sorry, Tarek. Nein, Tarek, Maschine. Spieltrum, das war eine Ansage. Ja, die sind ja trotzdem gut. So, Henry gut. Ist okay? Nochmal neu? Alles gut, kein Fest. Neuer Ball bitte. Neuer Flugball. Sich hier, weiß ich nicht, Zweikämpfe verletzt, aber egal. Ja, er hat zum Beispiel hat sich verletzt. Physiobehandlung, er schwebt gut. Wieder bei dem Platz, macht er gut. Boah! Aber er sieht aus wie so ein guter Oberliga-Herrenspieler. Wie alt ist er, was sagt er? Noch einen und dann tauschen bitte einmal. Beron, 20 Jahre. Herren-Oberliga mit Potenzial auf Regio und mehr. Schon gut, Dynamik ist gut. Er ist richtig gut. Gut, 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 gut. Das sind drin, das ist halt schon wieder. Eine Aktion noch? Machen wir noch eine Aktion und danach tauschen. Ne? Eine Aktion. Noch eine. Henry, eine Aktion noch, dann tauschen. Lass ein bisschen Zeit. Ne, anstrengend. Nimm mal, ich wollte sagen, muss jetzt nicht sofort. Einmal durchatmen. Ne? Könnt auch kurz was trinken. Ja, ihr könnt auch was trinken. Komm her. Komm her. Oder da. Alles okay? Komm her. Kannst du nicht mehr, ne? Kannst du nicht mehr. Gute Ballführung, eine gute Ballführung. Dein Schritt ist immer richtig. Okay. Das macht er immer. Ja. Er macht immer seinen Schritt und dann wird er durch. Nein, einmal tauschen bitte. So, er macht die Außenbahn zu. Die Leute macht sie ja nach außen. Hier muss er gerade einen Linksverteidiger verteidigen. Ja, sonst Verteidiger rechts. Oh, das ist ein Elber. Das ist ein Elber. Nee, mir gefällt Henry offensiv besser als defensiv, sag ich ehrlich. Also oft so, Digga. Das war gut. Stark. Dynamik. Ja, können wir den Keeper mal by the way loben? Ja, stark, ne? Besser machen wir noch nicht. Ich will nicht rauswählen, soll ich stand jetzt, sag ich ehrlich. Touch sauber. Gut. Er hat eine gute Dynamik, Mann. Das ist Theo Hernandez einfach. Theo Hernandez von Mailand. Ja, ich sag ja, wenn okay, Mailand danke, hat, Jungs. Ab, beim Alter dürfen sie ja nicht lügen, oder? Nein, nein, Alter okay, ist 17, das kommt schon ungefähr hin. Für 17, die Dynamik ist krass. Ja. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Jetzt hat Panne mal als erstes angesagt, Arthur, Sid und ich. Hab ich schon mal als erstes was gesagt? Nee, sag mal. Okay. Hey, warum habe ich mich selber in die Pfanne gehauen? Nicht so clever. Boah, schwer. Beron war ja mein Lieblingsspieler eigentlich so nach Challenge 1, wo ich gesagt habe, feiere ich komplett. Aber so das rundere Paket, ich finde so gerade die Größe, Statur, Dynamik, offensiv. Wie Pannes gesagt hat, ich glaube, du hast einfach hier als Außenverteidiger, ist es für dich eine ungewohnte Verteidigungshaltung, dass du als Außenverteidiger mal eigentlich nach außen verteidigst. Ne? Genau. Und so. Hier ist halt zentral. Ne? Ja, hier ist es zentral. Deshalb sage ich auch, für dich war es ein bisschen schwierig, defensiv zu verteidigen. Das hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich finde, dass du nicht gut verteidigt hast. So. Aber ich finde dich offensiv, so mit 17 hast du eine übertriebene Dynamik und Power. Beron fand ich eigentlich so ein rundes Gesamtpaket, aber ich glaube eher, dass du so ein fertiger Herren-Regionalligaspieler bist. So, weißt du, so Eintracht Norderstedt ist, glaube ich, Regionalliga, dass du da bist. Aber ich glaube dir nicht jetzt Pauli U21. Ich glaube eher in die Richtung und deshalb gehe ich mit Henry, wo ich sage, 17 Jahre alt, Gladbach Außenverteidiger, kaufe ich die Nummer dann vom Gesamtpaket ein bisschen mehr ab. Ja, also zu Beron habe ich die gleiche Meinung. Und
bei Henry, ich fand ihn auch defensiv, also wenn du LV bist und jemand läuft auf dich zu, dann machst du nicht dein linkes Bein raus und lässt ihn vorbeilaufen. Du musst Tempo aufnehmen und sonst was. Kann man aber entschuldigen dafür, dass du vielleicht nicht seit neuestem LV bist, dass du davor LM warst und defensiv ist wahrscheinlich nicht deine Stärke, sondern offensiv, haben wir auch gesehen. Deswegen gehe ich mit Henry, aber ich glaube, auch er ist es nicht. Wer ist es denn? Was glaubst du denn? Karim oder? Ich glaube, wir sind richtig auf dem Holzweg. Lausanne war es von Anfang an und wir haben... Also für Gladbach LV weiß ich. Ja, von der Dynamik her kommt es schon hin. Gladbach LV, 17 Jahre, das ist schon in Ordnung. Aber so vom Verteidigungsverhalten war das... Und dann Bleron mit 20, St. Pauli U21, die spielen ja glaube ich auch Regionalliga oder so, lässt er sich dann natürlich schon sehr, sehr abkochen. Deswegen, wenn ich jetzt das Alter nehme, Henry ist 3 Jahre jünger, ja, nehme ich das Henry weiter. Ja, also jetzt nichts gegen dich, Bleron, das war cool, das war gut. Aber hier entscheidet jetzt das Alter so ein bisschen und da würde ich eher so pro Henry gehen. Und jetzt nicht so mich für dich entscheiden. Also für mich ist es auch Henry, Punkt, fertig, aus. Ich kann euch nur zusprechen, alles so das, was ihr gesagt habt, trifft bei mir auch zu. Ja, danke dir, dass du hier warst. War knapp, aber seine Geschichte ist so ein bisschen, passt einfach. Genau. Krass, so weit gekommen zu sein bei der Folge, wirklich. Also Respekt dafür, Beron. Vielen Dank, ja, Maschine. So, Freunde, wie versprochen, kriegen die zwei Finalisten Fußballschuhe. So oder so, ob ihr die Pros seid oder nicht, habe ich ja versprochen. Ihr könnt euch jetzt random Fußballschuhe aussuchen für euch. Schwarzer Phantom. Feiere ich auf jeden Fall. Freunde, für euch nochmal wichtig zu wissen, auch die Community kriegt Fußballschuhe. Dafür einfach ein Like da lassen und gerne kommentieren, welche Schuhe ihr haben wollt. Auch von den beiden Jungs, die Schuhe haben wir natürlich in doppelter Variante da und alles, was ihr hier sehen könnt, ist für euch. Deshalb gerne fleißig kommentieren. 3 Paar Fußballschuhe baller ich unter diesem Video hier raus. So, wir kommen zum großen Finale. Was ganz Einfaches, Simples, aber man kann viel daraus lesen, glaube ich, ist einfaches Dribbeln auf Tempo mit Torabschluss. Das wird uns vielleicht nochmal ein bisschen was zeigen. Wir hatten das schon mal in einer Folge drin, dir, ne? Richtig. Wir starten einfach hier. Ja, ich mache es bitte nicht in meinem Tempo nachmachen. Wir laufen hier lang. Also von grün rum. Ich kann ja gar nicht mehr laufen. Rum. So. Und wenn ich jetzt hier rauskomme, schießen. Ganz einfach, okay? Henry, Finale. Man sieht's drunter. Kameras ready? Dann starte, wann immer du willst. Ja. Ja, aber mach doch. Klassische Only Lefter. Okay. Aber schön, aber unstabil. Nimm dir Zeit kurz, einmal durchatmen. Die Sekunde bringt uns nicht um. Ja. Du sagst, Bundesvater recht, der macht genau das gleiche. Der hat gar keinen Bock drauf. Ja, rechts, war der nicht in die Eier? Geht. Jan? Ah, okay. So, you can start whenever you want. Karim. Er hat auch genau das gleiche, die gleiche Krankheit. Das ist aber voll langsam. Aber? Oh, aber? War gar nicht, er war schneller. Nein. Niemals. Ich hab Zeit genommen. Hast du Zeit? Ich schwöre. Er war eine Sekunde langsamer. Digga, ich weiß nicht, was wir. Eli hat auch letztens so eine komische Uhr. Das kann doch gar nicht. Nein, doch. Ich schwöre. Wir haben dieses viele Kontakte und so. Viele Kontakte und Schnelle. Ich schwöre, aber. Ich fand den fast eine Sekunde Dings. Faster? Can you run faster? Ja. Ja, doch, so. Ja, jetzt ist clean. Aber wieder genau fast gleich. Ja, der rechte ist aber auch ganz klar zum Stehen da. Mhm. Ich weiß immer bei links, muss sein. Aber ich fand seinen linken safe stärker. Henry, sein linker war schon wuchtiger. Sein rechter meinst du? Ah, sein rechter, ja. Sorry. Sein rechter fand ich schon besser. Ich sag aber ganz kurz, bevor du startest, ich fand ihn dynamischer und ich fand seinen rechten auch besser, muss ich sagen. Aber sein Dribbling, also seine Ballbehandlung, war 8-mal besser. Als der, er hat viele Kontakte genommen. Ja. Kontrolliert das, aber ich sag, also Dynamik, aber er war, also ich habe Zeit genommen, er war schneller. Ja, komm, stopp mal nochmal. Mach mal eine Stoppuhr wieder an und gucken wir mal. Mach mal bitte einmal, versuch mal beide Füße zu nutzen. Nein, nur rechts. Nur,
Nein, das können wir danach noch machen. Aber okay, das können wir danach noch mal einen normalen Durchgang. Einen normalen noch und dann machen wir noch einen nur mit rechts, okay? Für die Größe hat er eine geile Ballbehandlung. Dabei bleibe ich. Überleg mal, der ist 1,92 groß. 1,92, 17 Jahre alt. So, der hat schon eine, für die Größe finde ich das schon sehr, sehr geil. Einmal, nur mit rechts. Aber jetzt kratzt. Jetzt kratzt. Ich freue mich auf den. Ich weiß, das ist voll okay. Gefällt mir richtig gut, oder? Boah! Er war genauso schnell wie mit links. Was? Ja. Ey, Bro! Du warst genauso schnell. Du warst genauso schnell wie mit deinem linken und du warst viel, viel sauberer. Also ich sagte, das war mit. Ich fand, das war der sauberste Durchgang von. Keine Sohle, kein Dings. Außen- und Innenseite. Also nur Außenseite. Das ist ja gut, Mara. Donner. Hat mir gut gefallen, seine Durchgang. War gut. Er versucht das schnell zu machen, deswegen. Er könnte auch so kleine Kontakte machen, er wollte so schnell wie möglich sein. Er hat ein gutes Dribbling. Abschlussort. Er war schneller als. Guck mal, unter einer Sekunde. Unter 6. Also eine Sekunde war. Ja. Nee. Wie viel schneller war der jetzt ungefähr? Er war. Also. 10. Also es war. Er war 0611. Und er war jetzt 0598 also, oder sowas. Vielleicht ist das einfach nur sein Dasein. Aber für mich wirkt das so, als hätte er nicht so. Als wenn er so alles auf richtig locker macht, oder? Halt. Ganz normales Dribbeln. Sauberes, cleanes Dribbeln. Ja, es ist clean. Ich verunsichere mich gerade. Hopp, kurz fast recht. Super. Mehr kannst du nicht erwarten. Schüsse sind zwar Quatsch, aber das Dribbling ist gut. War auch wieder unter 6. Also. Und der hat ein Dings da drin. One time only right foot. Only right, please. Yeah. Ja. Ich bin noch für einmal 1 gegen 1. Jeder einmal. Ne? Schwierig jetzt gerade. Ja, will ich auch noch mal sehen. Eigentlich. Ja. Ist aber okay, ehrlich jetzt. Wenn ich jetzt nur mit links dribbel, sieht das bodenlos aus. Ist der Dings? Ist der rechts? Warte mal, ich schieße mit links. Er hat mit rechts gemacht. Ja. Also, krass. Ja, guck mal, der hat das nicht mitnehmen. Das finde ich gut. Okay. Im Finale, was mich nicht wirklich, wo ich nicht wirklich schlauer von, daraus werde, so rum gesagt. Panne, fang du mal an mit deiner Analyse. Analyse hat mich auch nicht viel weitergebracht, aber rein von der ganzen Geschichte her, das, was ich verstanden habe, mit seinem gebrochenen Englisch und so, ich gehe einfach mit Henrik. Du gehst mit Henry? Vom Dribbling her und so? Von der das nimmt sie. Der eine hat ein bisschen unsauberer getribbelt, dafür ein bisschen schneller. Der eine hat ein bisschen besser geschossen. Beides ungefähr gleich. Ja. Ich fand Karim ein bisschen flüssiger als Henry. Ist aber auch seine Größe. Ja, also ist schon nicht einfach, dann so eng Ball zu führen bei seiner Körpergröße. Aber ich gehe mit Karim. Also ich fand das schon etwas flüssiger, was sein Dribbling angeht. 2-0? 1-1. Achso. Sydney. Ich gehe auch mit Karim. Allein wegen Zeigen 2 davor bei der Übung, wo sich einmal den Ball links vorgelegt hat, lange Eck geschossen hat. Da war schon, haben wir gesehen, wo seine Stärken sind. 1 gegen 1 vorne. Und finde ich wahrscheinlicher als Henry. Ich gehe mit meinem Mann Henry tatsächlich mit, weil aufgrund der Größe, ne, trotzdem noch so eine Ballbehandlung rechts wie links, fand ich schon richtig, richtig gut. Also hast mir vom Gesamtpaket her Gladbach, 17 Jahre, kaufe ich ihm die Nummer auch einfach rundum ab. Deshalb gehe ich mit Henry. Das heißt, wir haben ein 2-2 von den Stimmvergaben her. Du kannst doch entscheiden, ne? Wenn du Karim nimmst, hat Karim gewonnen. Ich will die aber auch nochmal 1-1 sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm, ich will die nochmal 1-1 sehen. Jeder eine Aktion, wirklich First Try, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und dann bin ich mal gespannt. Einmal offensiv, einmal defensiv. Es regnet einfach kernig. Echt? Präzise. Ja, merkst du es in der Luft. Ich habe ein Radar dafür. Okay, dann starte schnell, damit wir die Entscheidung machen können. Ja. Er ist so locker, Karim, Digga. Okay. Henry hat linken Fuß aufgemacht. Henry verteidigt das nicht gut. Er gibt den linken Fuß, aber auch so wie er rausläuft, die Distanz so zum Gegner ist einfach viel zu groß, nicht schnell genug. Das ist offensiv ist das gut. Ey. Offensiv ist super. Also verteidigen tust du wie ein Schwein. Boah. Ja, ist wirklich so. Absolut katastrophal, aber offensiv stark. Ja? Für einen Verteidiger weiß ich nicht. So, Freunde, jetzt das 1 gegen 1 gesehen. Ein paar mehr Erkenntnisse konnte ich daraus schließen, muss ich sagen. Entscheidung müssen wir jetzt treffen.
sag mal, ich werfe den Ball zu Sydney rüber. Ich finde Hendrys Defensivverhalten zu schwach für Gladbach U19, deswegen würde ich mit Karin gehen. Wobei ich aber auch ein unwohles Gefühl habe bei der ganzen Sache. Ich glaube, wir haben vielleicht jemanden vergessen. Ich glaube, wir haben, also ich habe jetzt, ich weiß auch nicht, aber ich werfe den Ball mal zu Arthur rüber. Also du sagst ja, du also, Karim, ne? Also ich schließe mich da an. Also das Defensivverhalten von Henry ist durchwachsen. Ja, das Tempo in Ballbesitz 1-1 zieht gut vorbei. Das ist schon Gladbach-like. Ja. Karim sieht da einfach flüssiger aus. Ja, also Karim, also ich gehe auch mit Karim. Der ist der Pro. Ich kann nur von mir reden. Ich habe das immer so gelernt, wenn du verteidigst, ja, immer auf den schwachen Fuß stellen, ja, mit Tempo rauskommen. Ja, also das heißt, du rennst hin, 5 Meter davor stoppst du ab, hast 2 Meter Abstand, ungefähr 1,5 Meter, dann verteidigst du auf den schwachen Fuß. Ja, das hast du absolut gar nicht einmal gemacht. Deswegen gehe ich auch mit ihm. Aber offensiv wirklich gut. Einfach und gut. Also das ist wirklich, kann man nicht sagen. Aber ich muss deswegen auch mit ihm gehen. Aber trotzdem gut gemacht. Also offensiv wirklich sehr gut gemacht. Ja. Safe. Also ich kann da auch nichts hinzufügen. Ich fand Henry offensiv überragend, defensiv hier und da mal ein paar Aktionen gehabt, die mich verunsichert haben. Ich dachte, hey, warum stellst du ihn auf den starken Fuß von ihm? Er muss ihn einfach quasi noch reinpassen, reinlegen. Er muss ja nicht mal eine großartige Aktion machen. Kleiner Tempowechsel und konnte den Pass ins Tor legen quasi. Karim nach der Five-Shot-Challenge, wo ich den fast schon eigentlich draußen hatte, fast in jeder Challenge performt. Beim 2 gegen 2 hat er seine Sternstunde gehabt quasi. Auch im Finale eigentlich immer performt, immer stark. Deshalb sage ich auch Karim. Und dann haben wir, glaube ich, eine einseitige Stimme. 4-0 für Karim. Dann würde ich sagen, genau jetzt darf der Pro-Spieler bitte nach vorne treten. Ali! Echt? Nein! Enttäuscht werden. Ali ist es nicht. Nein. Nein! Du hast ihn rausgekickt. Ja, er ist stark. Tarek war doch der Beste. Also von Ballbehandlung war er mit auf jeden Fall der Beste, ja. Du warst beim BAK, also alles 100% real. Ja, alles stimmt, was ich gesagt habe. Du warst beim BAK, dann warst du Probetraining Hoffenheim gehabt, da hat es nicht gereicht, Ingolstadt. Ja, genau. Und jetzt eine Woche frei und bist jetzt hier quasi Urlaub machen. Ja, bei der genau, Familie. Länderspielpause. Und du bist auch Linksverteidiger? Ja, Linksverteidiger. Aber halt wirklich. Ne? Jetzt habe ich eine Frage. Aber ist deine Körperspannung eine andere? Oder ist das dein Stil? Nein, das ist mein Stil, aber heute, also ich will mich nicht verletzen. Okay, alles gut. Also mein Call war richtig, dass ich gesagt habe, du machst so auf Auge, ja. Du spielst lieber... Es war sehr viel Auge. Also, ja, es war sehr, sehr viel Auge. Geradeaus. Aber fühle ich. Also die Schusstechnik war überragend. Wie er spielt und so. Also wenn du nur von der Technik gehst, ja klar, im Nachhinein kann man es immer sagen, aber technisch war er mit der Stärksten mit Karim. Mit Karim zusammen auf jeden Fall. Aber 2v2 war er zu vorsichtig. Ja, also die Körperspannung, die hier rumgelaufen. Hat er Fehler gesucht? Wir sind hier, wir suchen Fehler. Ihr seid alle super Kicker. Wir suchen Fehler und... Aber wenn du uns so verarschst, ist schwierig halt, ne? Aber mit Salihovic, Onkel und so, das war auch alles Real Story. Ja, Onkel, ne? Richtig, ja. Was macht der eigentlich jetzt? Interessiert mich mal nur so, by the way. Nichts. Steht der so Fußballprofi-Dasein gewesen? Okay. Denkst, als er meinte BRK, ich dachte so, okay, geil, der spielt immer noch da. BRK-Spieler. Er hätte gut sein können. Aber beim 2 gegen 2 hast du dich echt zurückgehalten. Ja, das war. Ja, aber er hat es auch erklärt. Er wollte kein Risiko eingehen, nix. War doch clever. Im Nachhinein ist er gut davon gekommen. Ja, da uns schön verarscht, ne? Also, aber richtig geiler Linksfuß. Ja, aber würdest du so rumlaufen im Training, würdest du auch wahrscheinlich. Ja. Also machst du clever? Ah, hat uns schön gefoppt. Geiler aber Spieler. Danke an die anderen. Also wirklich gute Jungs dabei. Mich würde mal interessieren, was sie noch so alles machen. Hören wir uns jetzt an. Henry, komm mal gerne nach vorne. Würde mich interessieren. Dickes, fettes Giveaway. Ihr seht es schon, ein C43 AMG haben wir hier zu verlosen. Ihr müsst auch gar nicht so viel machen. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Giveaway, wo ihr 30 Accounts folgen müsst, sondern es sind lediglich 3. Sag mal ganz kurz, wie viel kostet dieses Auto? Dieses Auto ist über 40.000 Euro wert. Und ich muss nur 3 Instagram-Accounts folgen? Mehr musst du nicht machen. Also du bist doch verrückt. Das ist geisteskrank. Und wir haben insgesamt noch weitere Preise. Wir kommen hier auf einen Gesamtwert von über 50.000 Euro. Einfach hier die 3 Instagram-Kanäle abonnieren und dann seid ihr schon mit dabei. Jetzt geht's weiter im Video. Viel Spaß, Freunde. Henry, hau mal raus deine Fußballstory. Ja, also ich bin eigentlich kein Defensivspieler. Ich gucke Sydney und Sydney hat einmal gesagt, die Linksmittelfeld oder Rechtsmittelfeld spielen, der geht meistens immer zurück auf Linksverteidiger. Und deswegen habe ich es einfach als Story gesagt. Ich bin eigentlich auch Offensivspieler.
Ich habe seit der U14 habe ich bei Arminia Bielefeld gespielt, beim NLZ. Und da habe ich bis zu 17 gespielt und habe ich selber aufgehört. Also wirklich, ich habe doch gespielt und alles, aber selber aufgehört, weil ich wohne in Paderborn und ich bin 6-mal die Woche, 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Ich konnte, also wirklich, ich war komplett am Ende. Ich war, also ich bin ja so, ich hatte einfach in der U17 keinen Bock mehr auf Fußball, weiß ich so, ich hatte keinen Bock mehr auf Fußball. Und da habe ich in der Corona-Zeit die ganze Zeit Basketball gespielt und habe ich in der U18 angefangen mit Basketball. Ich habe Regionalliga Basketball gespielt und jetzt bin ich wieder zurück beim Fußball. Und habe jetzt, also ich spiele seit diesem Sommer erst wieder Fußball, seit 2 Jahren spiele ich wieder Fußball. Und ich spiele jetzt als A-Jugendspieler beim Herren-Westfalen-Liga Verein, aber den kennt ihr glaube ich nicht. Wie heißt der? SCV Nürnberg, aber ist ein Dorfverein. Also ich spiele Herren-Westfalen-Liga und habe ich diesen Sommer wieder angefangen. Und ich will wieder nach oben kommen. Du willst wieder das voll. Das ist aber links, das ist Berlin-Liga hier, glaube ich, ne? Westfalen-Liga. Nein. Bist du wirklich 17? Ja, ja. Alter, das ist ein bisschen mal krass, also wirklich. Danke für deine Geschichte, Mann. Danke, Henrik. Lordan. Also, ich bin Lordan und ich habe in der Jugend eher in kleineren Mannschaften gespielt in München und war so in der Landesliga, Bayernliga habe ich meine Schritte gemacht und bin dann den Weg in den ins Ausland gegangen, in Kroatien, in die Regionalliga dort. Habe da auch jetzt ein halbes Jahr dort gespielt und habe meine Erfahrungen machen dürfen und ja, jetzt habe ich halt gar keinen Verein. Aber auch komplett so ausgewachsene Maschine mit 21, ja. Ne? 21? Ich bin 4 Jahre älter als er. Du warst nie so fit wie er. Guck mal an, was du bist. Weiß, ich weiß. Was ist denn das? Maschine, Alter. Wenn du jetzt aktuell vereinslos und guckst, wo die Reise hingehen kann? Ja, genau. Aber ich möchte gerne ins Ausland. Du willst ins Ausland? Also Kroatien stellst du dir cool vor nochmal oder eine andere? Bitte flieg nicht nach Spanien und mach da irgendwie 3 Wochen irgendwas oder 3 Monate irgendeinen Verein suchen. Wir hatten Malaga, Redi. Mach sowas nicht. Aber viel Glück bei deiner Suche, machst du schon. Der hat einen rechten Humpen. Flatterbälle. Habe ich gesehen. Danke. Beron, da bin ich auch richtig gespannt. Ja, ich bin bei Norderstedt. Hier lächelt schon. Also, meine Story hat komplett gestimmt. Bis auf St. Pauli U23. Ich habe in der Jugend bei HSV gespielt. Dann nach Eintracht Norderstedt. Dann habe ich meinen Lendenwirbel gebrochen. War 10 Monate raus. Bin dann zu Nienhof gegangen. Hab dort dann nach 10 Monaten Pause und Spiel gehabt gegen Bremen, direkt ein Tor gemacht, weswegen ich dann zu Pauli geholt wurde. U17 EM-Quali mit Kosovo war auch richtig. Da habe ich gegen Holland, unter anderem gegen Xavi Simons gespielt. Kam dann zurück, hab mir eine Schamentzündung geholt. Aber es ging halt dann weiter in die U19. Und dort habe ich dann in der Vorbereitung mein Kreuzband gerissen. War dann das erste U19-Jahr raus. Pauli hat mir das Vertrauen geschenkt, hat gesagt, ja, wir warten auf dich. Als ich dann wieder angefangen habe, habe ich dann 2 Monate gespielt, habe dort dann die EM-Quali in Norwegen gespielt. Als ich dann wieder kam, habe ich dann halt Kreuzbandriss gehabt. 2 Monate später wieder mein Kreuzband gerissen am selben Knie. Das heißt, ich habe die komplette U19 verpasst, erstes wie zweites Jahr. Boah. Und beim zweiten Mal war es halt schlimmer, weil ich dann 18 Monate raus war. Mein Vertrag ist letztes Jahr ausgelaufen. Das heißt, ich habe seit 2 Jahren keinen Ball mehr mit dem Fuß berührt. Und das war jetzt mäßig das dritte Mal, dass ich wieder auf dem Platz war. Digga, krass. Was war das? Dafür war es heftig. Respekt. Man merkt es gar nicht, ne? Ja. Also mit deinem Kreuz, dass du verletzt warst oder so, dass du sowas hast, merkt man gar nicht. Du willst jetzt nochmal Vollgas geben? So, ja, also du willst nochmal in Ausland, was ist so der Plan für die nächsten Steps? Ausland. Ja, auf jeden Fall. Danke, die Biron. Viel Erfolg. Dankeschön. Maschine. Bleib verletzungsfrei. Your football history. Bueno, yo empecé cuando tenía 7 años. Cuando tenía 7 años empecé a jugar en un equipo de barrio y desde ahí hubo un entrenador que me vio y me quiso fichar para un club del barrio. Y desde ahí poco a poco empecé a subir escalones y con la ayuda de mi hermano mayor estoy ahora agradecido de estar aquí con vosotros porque sin el fútbol no conocería a la gente que conozco a día de hoy. Also, so fühle ich mich, wenn ich euch im 5-Stack Valorant zuschaue, wenn ihr spielt, das ist eine Vollkatastrophe. Ich spiele so scheiße. Martin, übersetz mal bitte kurz. Ach, du kannst? Nein, gar nichts. Ich habe versucht, irgendeinen Verein zu hören oder so. 7 Jahre und... Der war bei Girona B. Echt? Hat er wirklich... Und Terrassa. Ja, er war bei Girona B. Ja, guck mal, dann haben wir es doch mal. Aber er ist jetzt vereinslos. Jetzt vereinslos. Auf Terrassa drauf, was ist das? Also er war dritte Liga bei Girona, dann vierte Liga
Und jetzt ist er feindlos, aber man hat gesehen, dass er bei Giro AB war, ne? Der war schon, wie soll man das denn erraten? Aber er war ja an sich mal ein Profi. Also ist er Profi, ja. Er hat dritte Liga gezockt. So. Ja. Aber hat aktuell keinen Vertrag. Hat aktuell keinen Vertrag, und, aber er war eine Maschine. Ja, aber wie willst du, wir erkennen den Profi? You, ja? You play Marokko National Team? U18. Wirklich? Und U18. Really? Ich sag ja, du bist Profi. U18 Marokko? Dann war doch richtig. Also, ja, er ist schon, er war U18, aktuell vereinslos, ne? Ja. Aber krass. Nice, okay. Thank you. Good luck. Good luck, Amano. Ilhan. Diskutierer. Mit der kurdische Baba. Wie alt bist du überhaupt? Junge, wie breit bist du? 21. Bruder, bist du auch so Oberkörper durchtrainiert, so Maschine? Nein, Mann, ich zieh nicht aus. Nein, musst du nicht, Bruder, aber ich war nur eine Frage. Ja, ja, nee, weil ich hab nur gesehen, die anderen haben ausgezogen, Alter, die waren so. Ja, ja, geht. Ja, ich hab auch ausgezogen. Ich hab auch ausgezogen, aber haben dich reingeschnitten, letztes Mal. Nee, ich hab U15, U16 bei Hannover angefangen. War ein bisschen verletzungsanfällig, dann bin ich U17 nach Paderborn gegangen. U19 war auch Paderborn, aber auch wieder schwierig, weil ich war lange weg von zu Hause, war lange Zeit unglücklich. Bin dann hier nach Braunschweig gekommen, U19, habe dann da, keine Ahnung, 3-4 Spiele gemacht oder so, dann kam Corona, auch sehr, sehr schwer. 3-4 Spieler sollten immer bei den Profis trainieren, aber dann haben sie gesagt, ja, wegen Corona-Richtlinien darf man nicht. Dann wusste ich lange Zeit nicht, was ich machen soll, weil von U19 in Herren dann ist schwer. Dann habe ich in der Regionalliga mit trainiert, bei HSC Hannover war das. Eine Woche mitgemacht und dann im Training Kreuzbandriss geholt. Dann bin ich nach Braunschweig nochmal zurück in die U23, die spielen jetzt Landesliga. Haben mir gesagt, okay, versuch's nochmal hier. Hab's dann da nochmal versucht, aber da ist das Problem, wenn die U23 Landesliga spielt und die erste Mannschaft irgendwie zweite Liga oder so, ist der Abstand da eben zu hoch. Bin ich wieder nach Celle zu mir gekommen, das ist jetzt Oberliga aktuell. Das war letztes Jahr, 2022, da habe ich auch ganz gut gespielt, habe mir einen zweiten Kreuzbandriss geholt. Ist jetzt 10 Monate her, die zweite OP. Bin aktuell immer noch bei mir da in Celle. Aber ich habe mir gesagt, nach 2 Kreuzbandrissen oder nach so vielen Verletzungen gebe ich trotzdem nicht auf. Ich habe nicht meine ganze Jugend damit verbracht, irgendwie an mir zu arbeiten, um dann irgendwie nach Kreuzbandrissen. Ich kenne so viele Leute, die eben gesagt haben, ich hatte einen Kreuzbandriss, aber es hat nicht geklappt. Das sind ja auch immer diese Stories, die man hört. Und ich habe keine Lust, auch so eine Story zu erzählen. Ich gebe immer noch alles, ich bin fit, ich fühle mich gut und versuch noch das zu erreichen, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Aktuell noch Oberliga, ne? Aktuell Oberliga, ja. Maschine. Danke dir. Danke gutes dir. Gutes Mindset. Digga, was haben wir für gute Fußballspieler? Auch 2 Kreuzbandrisse, ja, Wahnsinn. Ja, aber der war auch unter in der Bundesliga. Ja. Ali noch? Die muss echt schlecht. Und Erik noch. Ja, wie soll man das denn unterscheiden? Der war bei U19, der war zum Beispiel bei U19 Paderborn. Erik, jetzt, ja? Ich bin gespannt, also, auf deine Geschichte bin ich gespannt. Ja, also ich komme aus Paderborn und ich habe da auch gespielt von der U15 bis zur U19 jetzt. Ich hatte ein Jahr U17 Bundesliga, ein Jahr U19 Bundesliga. Aber in der U19, so als Jungjahrgang, kaum eine Rolle gespielt. Und bin jetzt diesen Sommer eine Liga runtergegangen, zur SV Lippstadt, in die U19 Westfalenliga. Und da spiele ich gerade aktuell. Krass. So. Westfalenliga. Auch Stürmer? Aber bist ein Klopper, ne? Bist ein... Ja, so. Hab halt im Spiel kaum Dribblings, so krieg halt den Ball halb hoch angespielt, dreh mich, schieß halt drauf. So. Ja, reicht vollkommen. Nee, sehr gut. Ja, aber so die Mechanik war halt so. So ein bisschen. Ja, ich weiß schon, was du meinst, so, aber das war schon immer so, egal wo ich gespielt habe, egal. Tore hast du gemacht, das stimmt. Ja, aber ist okay, vollkommen okay. Nee, sehr geil. Ali, danke dir. Danke dir, Erik. Danke. Ali, Abi, gestern. Ali, kannst du Türkisch gut? Ja, ja. Ich kann Türkisch. Was willst du? Hier im Sanne. Also, sorry. Ah, du, was Berliner, ein bisschen, natürlich, Berliner Schule. Berliner, immer. Immer. Türkisch, Abi? Bei mir hat das mit HSV nicht gestimmt. Ich spiele in der Jugend, habe ich bei mir im Dorfverein gespielt, dann hat es angefangen mit Landesliga, dann Oberliga und U19 habe ich, also von der U15, U16 habe ich dann nur Oberliga, U19 habe ich Regionalliga ein Jahr, dann hatte ich JV Lübeck, sagt euch auch so Hamburg raus. Ja, richtig. Bei JV Lübeck war das und dann hatte ich auch Oberliga-Herrenangebote und dann hatte ich Probetrainings, alles, aber dann ist mein Vater leider verstorben. Dann sind wir in die Türkei geflogen und so hatte ich halt keine Zeit für Probetrainings.
dann ist ein Aufsteiger bei mir im Kreis da, ist ein Aufsteiger in die Landesliga, sehr guter Trainer, hat auch VfB Lübeck, SDR in Regionalliga trainiert und so. Und dann bin ich da hingegangen, spiele jetzt Landesliga her. Rundes Paket, würde ich sagen. Hast auf jeden Fall richtig gut performt, ohne Scheiß. Aber dass er Profi ist, also Profi, ja, er hier, der Tarik, hätte ich nie gedacht. Warum? Er war doch gut. Ja, er war gut, aber durch diese Körperhaltung, ich schwöre, diese Körperhaltung, diese, also, dieses, genau, das hat mich komplett... Her, Tarik ist U19 in Ingolstadt, er war U19 in Paderborn. Er war U19. Nee, er war Profi? Nee, an er sich? War Profi. Ja. Die haben überall irgendwo gespielt. Wo hast du nochmal? Die sind alle gut und die waren alle. Bielefeld? Kroatien. Ja, aber der Einzige, der richtig aktiv war, Gambling. Der richtig hier. Ne? Der ist Tarik. Aktiv ist es Tarik, ja. Darum geht's. Also krass, krasse Folge wieder. Ich hoffe, ich es wird hier hinter mir noch fleißig diskutiert. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wichtig, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Danke für die Einladung und immer viel gerne. Glück an alle Jungs. Ne? War letzte Folge. Spaß gemacht. Danke, Männer. Liked, supportet das Format, sehr cool.